Ja, ich bin ja beim ESV Bischofsheim auf dem Rhein-Main-Circuit, habe hier den Maxi vor mir. Erster Tag der 16. International Warm-Ups ist jetzt beendet und ich würde sagen, Maxi nimmt uns einfach mal mit auf die geile Strecke, die er ist. Ja, erzähl mal was über die Strecke, über den Verein, wenn wir jetzt hier rumlaufen. Wir haben ja jetzt schon Nacht, es ist jetzt 22 Uhr. Eigentlich ist es ja dunkel, ja, aber... Hi, ja, servus, ich bin der Maxi, also wie Mika schon sagte, bin der Abteilungsleiter der Abteilung Amor und wir nehmen euch jetzt mal mit auf den Nacht-Track-Walk. Der erste Tag ist vorbei, heute waren Trainingsläufe, leider war der Wettergott nicht so auf unserer Seite, dass wir alles zu Ende fahren konnten. Es hat zweimal geregnet, einmal ein bisschen, einmal sehr stark, morgen geht's weiter und wir würden ja jetzt das Flutlicht an mir laufen, einmal gerade rüber, dass ihr die Strecke ein bisschen seht. Ja, wie gesagt, 16. ist International Warm-Up. Ich mache das jetzt schon seit 16. Jahr in Folge, immer Ende April. Leider waren die letzten 3-4 Jahre das Wetter immer ein Tag dabei, wo wir Pech hatten mit dem Wetter. Für morgen, für Samstag und Sonntag sieht es sehr gut aus. Montag, den 1. Mai, ist Feiertag hier in Deutschland. Da machen wir einen International Trainings Day, wo auch noch die Top-Fahrer, die für die Euro jetzt hier sind zum Trainieren, Elliot Woods, Martin Bayer, Jörn Neumann, die Killitsch-Brüder und so weiter, den Tag noch hier sind, um noch ordentlich zu trainieren. Ja, hier ist unsere lange Gerade. Wir können es auch ein bisschen abkürzen, hinten ist ein bisschen dunkler, wo die Autos jetzt echt gut abgehen und wir heute spannende Zweikämpfe gesehen haben. Ja, ich habe ja gelesen, ne? Die lange Gerade ist ja 55 Meter ungefähr. Ne? Ja, die ist 55 Meter lang. Wir haben vor 2 Jahren die Strecke um 85 Meter verlängert. Also hier rechts quasi jetzt das Stück, wo wir gleich langlaufen, das war früher Rasenfläche, da haben wir den Zaun weggemacht und haben eine komplette Spurbreite nochmal verlängert und somit, also vorher ging die gerade etwa bis hier und dann ging es dann hier rüber und das ganze Stück, wo wir jetzt laufen kamen, kommt dazu. Also ich schätze mal, dass die Autos hier locker 60-65 km/h drauf kriegen. Da geht es in die sehr schnelle Kurve, die auch sehr tricky ist, wenn man die richtigen Reifen drauf hat, vor allem jetzt heute mit dem Regen war es ja teilweise sehr rutschig, dass man sich nicht rauskragen lässt und ja, da ist der Reifen eine sehr wichtige Wahl. Dann hier über einen kleinen Jump in unsere, wir nennen sie Autoreifenkurve, weil wir bis vorgestern noch Autoreifen an der Wand hatten, müssen uns jetzt neuen Namen überlegen und hier kann man wirklich mit Vollspeed rum. Ja, Strecke sieht Bombe aus, also für das, was heute runterkam und auch die Mitglieder, wie die, dass die für Arbeit geleistet haben, um das Wasser von der Strecke zu kriegen, jetzt zum Ort zu bereiten. Also ihr seht hier, das ist trocken, bis auf 2-3 Pfützen, die noch hier stehen. Dann geht es hier die Stufe runter, auch ein sehr interessanter Bereich. Da gibt es 2 Linien, die man fahren kann. Und dann kommen wir in die erste Mehrfachsprungkombination. Hier fahren wir jetzt vom Lehmboden auf Teppich. Der war heute halt auch durch den Regen relativ rutschig gewesen, also da mussten auch die Streckenposten sehr aufpassen. Ja, und dann geht es in unser sogenanntes Chinatown. Erst hier eine Welle hoch, wo es auch sehr tricky wird, wenn man zu schnell ist, fliegt man in den ersten Chinatown-Jump rein. Und hier geben die meisten Fahrer nochmal richtig Stoff, dass sie zu unserem großen Doppelsprung kommen. Und dann möglichst 2 Kombinationen 2-1. Das ist sehr sicher und sehr safe. Und die etwas geübteren Fahrer, die da mehr Risiko wollen, springen sogar 3. Und es gibt sogar welche von den Topstars, die schaffen es bis in die Senke reinzuspringen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ja. Danke. Ja, ich habe ja gesehen, also die meisten sind ja wirklich den Doppel gesprungen, logischerweise, ja. Und dann runter, also versucht dann praktisch hier genau abzurollen und den Schwung mitzunehmen. Ganz genau. Die versuchen wirklich jeden so schnell wie möglich wieder in die Abfahrt, auf den Kontakt mit dem Boden zu kommen und dann springen die wirklich bis hier rein. Ja. Das sind, ich schätze mal, das sind 10-12 Meter. Ja. Also wenn man hier den ersten erwischt, den kleinen, ja, mit Vollgas, wenn man den Schwung mitnimmt, dann kommt man hier in diese Senke rein. Ganz genau. Und hat dann im Prinzip, wenn man hier hochfährt, kommt man genau
Genau. Eng rum. Richtig. Eng rumkommen ist wichtig, weil das sehr abfallend ist, die Kurve, weil das hat schon richtig Gefälle. Und wenn man hier sich rauskragen lässt und rutscht runter, ist schon die nächste Kurve schwierig wieder anzufahren, weil dann geht es in unseren... Ups. Rüber, genau, ja. Das ist noch rutschig, der Pau ist da. Ja, ja, genau. Genau, ich habe ja gesehen, ja, ich habe ja hier gestanden, die Fahrzeuge, die zu weit gesprungen sind an der Stelle, die sind dann hier außen rumgefahren. Ganz genau. Und da ist natürlich nicht der Griff hier oben und vor allem die Linie ist natürlich wesentlich länger. Das kommt noch hinzu und man kommt nicht hier optimal rum. Genau. Das ist unser sogenannter, den haben wir auf den Namen Korkenzieher getauft, weil man erst von rechts, also man fällt erst rechts ab. Das sieht, vielleicht sieht man es jetzt nicht ganz so gut auf Video, aber es ist abfallend extrem nach rechts. Und nach dem zweiten Curb nach links und ja. ab der Hälfte wieder nach rechts und wieder nach links. Also das ist wie so eine Spirale und deswegen haben wir den Namen Korkenzieher getauft. Das haben wir vor 2 Jahren auch umgebaut. Unser altes Omega haben wir dann quasi geöffnet und dann geht es jetzt in eine Kurve, die Europameisterschaft-Organisationstruppe, sage ich mal. Da haben wir uns im November haben wir eine Gruppe gebildet, die Strecke noch umgebaut haben. Und haben jetzt hier den Bereich mit Pflasterplatten gepflastert, mit Ewigplatten, einfach um nochmal einen anderen Streckenbelag reinzukriegen. Mhm. Und das ist ein sehr interessanter Bereich, weil von nicht so viel Grip ist auf einmal viel Grip. Ja. Und hier wird es auch sehr interessant, wenn mehrere Autos fahren, weil das macht einfach Laune. Geht noch eine kleine Stufe runter. Dann die lange Rechtskurve auf den Kanaihuckel. Und die Curbs, ist das ein Problem, die zu überfahren, wenn man die trifft, oder überschlägt man sich da? Also wir haben an 2-3 Kurven extra Curbs gemacht, die sehr tricky sind, dass wenn man zu eng fährt, dass man kippt. Das ist jetzt ein Curb, den kann man locker mit 2 Rädern mitnehmen, um dann hier auch noch ordentlich hochzukommen. Mhm. Ja, dort nochmal. Das ist eine schöne Passage, ist nochmal richtig, richtig Stoff. Und ja. Dann ja, hoch auf den Kanaihuckel. Hier ist auch höchste Konstellation gefragt, weil das ist unser also wir haben 2 Punkte, die sehr weit vom Fahrerstand entfernt sind. Das ist einmal dieser hier, also das Auto sieht dann wirklich sehr, sehr klein aus. Mhm. Und zu dem anderen kommen wir relativ zum Ende. Aber er ist ein sehr schönes Stück, ist auch sehr flüssig zu fahren nach dem Streckenumbau. Und ja, dann kommt jetzt unser 7er Sprung, der auf vielen Fahrern oft viel Mut und Konzentration kostet. Achtung, jetzt ist es rutschig, weil wir sind jetzt schon kurz nach 10 durch den Tau, nicht, dass die jetzt auch ausrutscht nochmal. Ja, wir springen immer die ersten beiden. Ja, dann also kommt eigentlich die Schlüsselstelle. Wenn man den zweiten zu weit springt, hat man nicht genug Speed, um die nächsten 3 zu springen. Ach so. Das ist die Schlüsselstelle. Also wenn man damit Vollgas, wenn man oben um die Kurve kommt vom Knirgen und gibt Vollstoff, fliegt man in den dritten rein. Ja klar, ich brauche natürlich hier auch wieder, wie beim großen Huckel, brauche hier den Schwung, ganz genau, um praktisch den optimal zu treffen, richtig, damit ich hier in Dreier springe. Genau. Und danach wahrscheinlich einen kleinen Doppelt. Genau, kleinen Doppel oder 1-1, das ist dann jeden Fahrer, ich fahre meistens 2, es gibt welche, die fahren auch 1-1, kommen schön eng um den Körper rum, weil hier die Kurve nach dem 7er ist auch abfallend. Jetzt kommt ein Stück, was auch sehr interessant zu beobachten ist bei allen Fahrern. Unser kleiner Doppel und danach noch ein kleiner Einzelner. Mhm. Als wir damals die Strecke gebaut haben, vor 20 Jahren, haben wir nie gedacht, dass man einen Doppel springt plus den kleinen. Und irgendwann war ein sehr guter Fahrer da, der kam um die Kurve und ist einfach mal alle 3 gesprungen. Ach so, okay. Und dann hat sich das, sag ich mal, so eingebürgert, dass alle probieren 3 zu springen, was auch geht. Ja. Muss aber die Anfahrt auch halt perfekt passen. Mhm. Hier das Stück ist auch sehr schön, also wenn man schön 3 springt, kommt in die Abfahrt nach dem kleinen 1er-Sprung, kann man richtig mit Speed hier in einen Bogen rumziehen. Das ist unser 2. ich sag mal Lehmsprung oder Lehmwelle. Federt das Auto einmal aus und wieder ein. Und dann geht es nochmal in ein schnelleres Stück, wo wir sogenannte Schweinehuckel gemacht haben, dass man nicht ganz durch kann, ziehen kann. Man kann drüber fahren, dann hebt man ab und hat einen Sprung oder man fährt rechts außen dran vorbei und das gleiche dann nochmal kurz vorm Curb. Sehr interessantes Stück.
Funkstätter Banner, das ist der weit entfernteste Punkt von der Strecke. Ja. Jetzt ist nochmal rutschig. Oder? Hier springen wir auch von unten hoch. Ja, und kommen auf, hier genau, wahrscheinlich gleich auf, genau, ja. Auf das Plateau. Und da ist auch ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man in den Curb kommt und gibt Vollspeed. Schaffen die Elos das sogar bis in den Zaun zu fliegen. Hier ist auch Fingerspitzengefühl gefragt, dass man so ja, möglichst hier an dem Curb aufkommt und dann schön in einem Bogen herumzieht. Mhm. Auch interessant mit dem Teppich nochmal. Durch den Tau oder Morgentau oder jetzt auch beim Regen war es hier oben relativ rutschig gewesen. Mhm. Das sieht man in Rundenzeiten. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch im Kopf habe, die Topfahrer fahren 41, 42 Rundenzeiten. Die sind auf einmal auch 5, 6 Sekunden pro Runde langsamer gefahren. Ja. Da hat man sofort die Traktion natürlich gemerkt, dass die fehlt. Hier, dann kommen wir in unsere Speedjumps. Wo man sehr schnell fliegt und auch nicht hoch fliegt, aber sehr weit. Ja. Da geht es auch los mit Doppel, die relativ nah zusammen sind. Ähnlich wie beim 7er-Sprung, hier muss auch ein bisschen was passen. Und dann nochmal ein Doppel und die Elo-Fahrer gibt es sogar welche, die springen die ersten drei. Also die landen dann quasi hier in dem Bereich. Hier in dem Bereich, ja. Das ist auch wieder sehr lang. Und dann haben wir auch noch das jetzt über den Winter umgebaut. Das Leben war gewesen bis hier zur Teppichkante. Hm? Da viele sehr weit gesprungen sind, wir hier sehr viele Löcher gekriegt haben und da sehr viel Arbeit reingesteckt haben, die Strecke instand zu setzen, haben wir uns dafür entschieden, hier auch noch Kunstrasen zu machen, dass die Leute, die Fahrer einfach schön flüssig wieder auf die Gerade, die wir gerade angefangen haben, fahren können. Und hoffentlich viel Spaß haben. Ja, Boxengasse ist auch klar. Von daher würde ich jetzt sagen, das war jetzt mal Nacht-Track-Walk über den Rhein-Main-Circuit beim ESV Bischofsheim. Der erste Tag ist geschafft und hinter uns. Und wir freuen uns morgen auf den zweiten Tag mit einem Training und Qualifying-Läufe. Und dass wir morgen schönes Wetter haben und wir alle viel, viel Spaß haben bei dem 16. International Warm-Up, Europameisterschaft Warm-Up. Und ihr alle gerne wiederkommen würdet zu uns zum Fahren. Genau. Wer sich das Video ansieht, ich denke mal, ihr habt ja auch Gastfahrertage, wenn jetzt mal keine Euro ganz ist, genau, kein International Race habt. Ihr macht noch den Hessen Cup und ansonsten Gastfahrertage. Das ist jetzt was hier. Genau, also dieses Jahr haben wir auf der 1.8er Strecke geplant, als nächstes da die Europameisterschaft Elektro 1:8. Die ist 9. bis 11. Juni. Dann haben wir Anfang September einen Hessen Cup Lauf und Ende September noch ein Markenrennen. Von der Firma Upsima Outbodies. Genau, und Gastfahrertage finden wir uns auf der Homepage. Jetzt ist der nächste, genau, 1. Mai, International Trainings Day und 12. 13. Mai auch nochmal ein International Trainings Weekend, dass die Fahrer, die an der Europameisterschaft dann teilnehmen, die Möglichkeit haben, auf der Strecke nochmal ordentlich zu trainieren und zu fahren und zu testen. Genau. Und ansonsten, ihr bietet ja noch zwei andere Strecken. Einmal habt ihr eine 1:10er Strecke. Genau. Also man kann nur 1:10er fahren. 1:10er, und ihr habt noch den 4WD-Truck und den Crawler Park, den wir seit letztes Jahr neu bei uns haben. Da sind auch die Gastfahrertage. Also wenn wir auf der 1:8er und 1:10er Strecke machen, ist Crawler Park immer mitgeöffnet. Ja, von daher wäre cool, wenn wir morgen nochmal ein Video machen können mit schönem Wetter und trockener Strecke. Und ihr seht es an meinen Schuhen, also für morgen ist alles top, die Schuhe sehen gut aus, die Strecke ist mega geil, zu stark. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an das Team von mir, von uns. Wir haben die letzten 4 Monate oder so viel Arbeit hier geleistet, ob es die Zelte waren, die Strecke waren, die Infrastruktur gibt es einfach her, den Parkplatz, Campingplatz. Also die letzten 3 Wochen vor allem haben wir richtig, richtig Vollgas gegeben. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Mitglieder vom ESV Bischofsheim, die das gemacht haben, dass ihr sowas jetzt hier geboten bekommt. Ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Ja, kann das nur bestätigen. Also, das habe ich heute live miterlebt. Das Catering stimmt. Hier sind große Schrauberzelte, also wo Platz fürs Fahrerlager ist, wo die Fahrer alle sitzen können. Wie gesagt, Catering ist da. Die Strecke war super vorbereitet, ist sie immer noch, auch im Top-Zustand. Und dort hinten habt ihr die Möglichkeit zum Camping, also eine optimale Anlage hier beim ESV Bischofsheim. Ja, und so verabschiede ich mich gleich mal hier und ja, hoffe, es hat euch gefallen.